Herzlich willkommen zu diesem Vortrag, in dem ich etwas erzählen möchte zur Verschwendung bei landwirtschaftlichen Produkten. Wie viel ist das eigentlich und wie können wir das, was da zu viel ist, womöglich vermeiden? Mein Name ist Andreas Pfennig, ich bin Verfahrensingenieur und arbeite an der Universität in Lüttich. Beschäftige mich mit Nachhaltigkeit seit ungefähr 15 Jahren und meine Co-Autoren sind Kollegen von den Scientists for Future und den Facilitators for Future. Bevor ich einsteige, möchte ich eigentlich drei Fragen stellen zur Einstimmung. Einerseits, und da lade ich Sie ein, die für sich selber zu beantworten. Wie viel von den ursprünglich produzierten Lebensmitteln geht insgesamt verloren? Was schätzen Sie? 10, 20, 30, 40, 50% von dem, was man ursprünglich produziert hat, wie viel ist hinterher nicht mehr auf dem Teller? Was landet davon nicht auf dem Teller? Und dann die zweite Frage, wie verteilt sich dies auf die einzelnen Schritte in der Lieferkette? Die Lieferkette von Produktion, also Landwirtschaft, Verarbeitung, Handel, Verzehr außer Haus, also das sind Gaststätten oder das sind auf der anderen Seite Kantinen. Und wie viel geht im Haushalt verloren? Die Frage ist jetzt, welches davon, vielleicht nicht alles genau einzeln angeben, aber was davon hat den größten Anteil? Und die dritte Frage, wie hoch ist der vermeidbare Verlust von Lebensmitteln bei Ihnen zu Hause? Das ist ganz konkret an Sie. Einschließlich des Verzehrs außer Haus. Wie viel geht da insgesamt verloren auf der Verzehrebene quasi? Die Antworten auf die Einstiegsfragen weiß ich natürlich nicht. Ich schätze aber, dass Sie gesagt haben, etwa so ein Drittel der Lebensmittel gehen verloren. Dass Sie gesagt haben, der größte Anteil, das ist der Haushalt. Das, was also im Haushalt letztendlich verschwendet wird. Und das, was bei Ihnen zu Hause wirklich verloren geht, dass das womöglich nur wenige Prozente sind. Das werden Sie wahrscheinlich so etwa gesagt haben. Vermute ich mal. Die Frage ist jetzt, ist das richtig? Woher kommt das? Nun, warum Sie gesagt haben, etwa ein Drittel geht verloren, das liegt vermutlich an solchen Aussagen wie hier vom WWF. Das ist ganz aktuell von der Webseite genommen. Ein Drittel, also ich übersetze das auf Deutsch, aber ich habe die Folien immer in der Originalsprache gelassen. Ein Drittel aller Nahrungsmittel, die wir produzieren, wird nicht gegessen. 45%, etwa 45% aller Früchte, als Gemüse, Wurzeln, also Kartoffeln und sowas, sind verloren. Ja, werden verschwendet. Riesige Zahlen. Die Frage, woher kommt das denn jetzt? Ich meine, das sind ja nur Aussagen auf Webseiten. Wo kommt das eigentlich her? Und das geht zurück unter anderem, da gibt es also eine ganze Reihe von Studien, die etwas älter sind. Eben beispielsweise aus 2011 von UN beauftragt, von der Food and Agriculture Organization. Der Artikel des, ja, das ist eine Broschüre eigentlich, Global Food Losses and Food Waste heißt das. Und etwa ein Drittel der Nahrungsmittel, die wir produzieren für den menschlichen Verzehr, ist verloren oder wird verschwendet auf globaler Ebene. Ich habe das gelesen und ich bin Verfahrensingenieur. Also Ingenieur, Zahlen gucke ich mir gerne an und versuche sie zu verstehen und dann irgendwie einzuordnen, weil am Einordnen hängt hinterher, ob man dem vertrauen kann oder nicht. Und es ist klar, wenn ich Prozesse baue beispielsweise, Anlagen baue, dann muss ich hinterher darauf vertrauen, dass die Anlage wirklich das tut, was sie soll. Denn nur dann kann man vorher bereit sein, einige Millionen Mark da rein zu investieren in solch einen Bau. Gut. Also schauen wir mal, wo das herkommt. Und da ist mir dann diese Tabelle aufgefallen und das ist genau die Tabelle, wo ich stutzig geworden bin. Das kommt also genau aus dieser Arbeit. Da wird also hinten im Anhang für verschiedene Regionen werden Tabellen aufgeführt, wie viel an verschiedenen Lebensmittelarten, also Kategorien, jeweils verloren geht. Und ein Wert war mir ganz besonders aufgefallen für Europa, der Verbrauchssektor, also im Haushalt quasi, oder auch im Restaurant. Und da steht Getreide, also alle Getreideprodukte, gehen 25% verloren. 25%. Das heißt also, die Frühstückszerealien, das Brot, Pasta, Kuchen, davon geht insgesamt ein Viertel im Haushalt. Das heißt, was reinkommt in den Haushalt, was ich kaufe, davon schmeiße ich ein Viertel weg. Ich habe mir gesagt, also das mache ich nicht. Ich kenne auch niemanden, der das macht. Ein ganzes Viertel von dem, was man da einkauft, das kann irgendwie nicht sein. Dann habe ich versucht zu verstehen, wo das eigentlich herkommt und woran es eigentlich liegt.
Und mir ist dann aufgefallen, dass die Zahlen, die dort verwendet werden, in der Regel nur relativ grob geschätzt werden. Ich möchte das verdeutlichen am Beispiel. Das ist eine andere Studie von 1997, etwas älter, aber da spielt sozusagen in diese Gesamtgeschichte mit hinein. Da sind auch wiederum für verschiedene Kategorien von Produkten, Früchte, Gemüse und Milchprodukte, wobei das das Ganze für die USA ist, hat man dann geschätzt, also wie viel im Handel verloren geht, wie bei Restaurants, Kantinen und beim Konsumenten verloren geht und dann das Ganze nochmal zusammen addiert. Das heißt, die Zahlen, die originalen Zahlen sind die hier und dabei ist es jeweils so, dass die Oberkategorie unterteilt ist in zwei Unterkategorien. Diese Unterkategorien, dafür ist es eigentlich wirklich geschätzt, was die Verluste sind. Also die unteren und jeweils oberen ergeben sich dann aus den Mengen für die einzelnen Kategorien sozusagen, die dann hier dann zusammen addiert werden zu der jeweils oberen Zahl, also gemittelt werden. Und man sieht, das ist alles nur, also die gelb umringelten Zahlen, das ist das, was also die originalen geschätzten Werte sind, die sind 15 oder 30%. Also 0 sowieso nicht, entweder 15 oder 30. Das heißt, es ist klar, dass das Ergebnis nur zwischen 15 und 30 liegen kann und entsprechend finden die Autoren hier 27%, die auf dem im Verzehrsektor quasi mit Kantine, Restaurant und Haushalt verloren gehen. Dabei ist klar, unter 15 kann es eh nicht sein, ja, weil 15 ist die Minimalzahl, die angenommen ist. Hier sogar die im Handel nochmal 1-2% obendrauf. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es ganz klar ist, dass auch die Spanne sozusagen 15%, das heißt, es ist mindestens plus minus 7,5%, die ich da Fehler habe, wenn nicht gar eher 15% oder sogar womöglich noch mehr bei dieser relativ groben Schätzung. Und das sind genau die Zahlen, die publiziert werden. Ja? Also darauf basieren letztendlich, die werden dann immer wieder zitiert. Und dabei kommt es natürlich darauf an, dass möglichst große Zahlen genannt werden. Und das erreicht man durch verschiedene Tricks. Tricks, um die Zahlen möglichst groß zu machen. Ich habe hier einige herausgenommen, die wirklich in den Studien so angegeben sind, wo man wirklich nachvollziehen kann, dass es wirklich so gemacht worden ist. In den ersten Studien werden auch unvermeidbare Verluste wie Knochen, Apfelkerngehäuse, Kaffeesatz, Teebeutel, Eierschalen, Kartoffelschalen, all das wird alles mitgezählt. Was haben die gemacht? Die sind einfach hingegangen, haben die Mülltonne aufgemacht, haben geguckt, wie viel Biomasse ist da quasi drin, was mal irgendwie Lebensmittel war, haben das ungefähr abgeschätzt und dann auf die Masse des Gesamtmülls, es gab einen Hausmülls quasi bezogen. Ja, und da haben sie das geschätzt und dabei halt alles mitgerechnet. Außerdem werden häufig Verluste mit berücksichtigt, auch bei einigen aktuellen Studien noch, die für den menschlichen Verzehr verloren geben, aber vergehen, aber anderweitig verwendet werden, zum Beispiel für Futtermittel oder für Bioenergie, die ohnehin erzeugt werden müssen. Das heißt, das sind Sachen, die ich beispielsweise an Tiere verfüttere. Aber wenn ich das nicht nehmen würde, also was weiß ich, krumme Möhren oder sowas nicht an Pferde verfüttern würde, wenn ich das nicht machen würde, dann müsste ich fürs Pferdefutter andere Dinge anbauen. Das heißt also, es geht im System eigentlich gar nicht verloren. Ich müsste es woanders produzieren, wenn ich da diesen Abfallstrom praktisch nicht nehmen würde. Oder genauso einige Dinge, die aus der Verarbeitung der Lebensmittel kommen. Auch da gehen einige Ströme quasi in das Tierfutter hinein. Ich hatte es eben schon angedeutet, sind häufig nur grobe Schätzungen der verschwendeten Anteile. Dabei ist es so, dass auch heute das immer noch Schätzungen sind. Man schaut dann heute sehr genau nach. Im Einzelnen auf ein paar Prozent genau wird das jeweils abgeschätzt, indem man die Müllwege quasi genauer verfolgt, es viel genauer aufschlüsselt. Aber die ersten Schätzungen, die man hatte, waren sehr, sehr grobe Schätzungen. Dann wird der Prozentsatz vom Endprodukt genommen, nicht auf die erzeugte Menge. Was meine ich damit? Wir produzieren 100 Kilogramm von irgendeinem Produkt. Und jetzt sage ich Ihnen, ein Drittel ist verloren gegangen. Was denken Sie? Sie denken 33 Kilo ungefähr, richtig? Nein, es sind 25. Weil von den 100, wenn 25 verloren gehen, bleiben 75 übrig. Und diese 25 bezogen auf die 75, das ist ein Drittel. Ja. Also es wird eigentlich der Verlust anders ausgewiesen, als man es im üblichen Sprachgebrauch eigentlich verwenden würde. Man wird sie auf die Ausgangsmenge beziehen und nicht aufs Endprodukt normalerweise. Auch das maximiert die Zahl. Außerdem, auch das ist ein Fehler, der heute noch in praktisch allen Studien vorhanden ist. Ich habe da also auch nachgefragt bei den Leuten, das kann man nicht wirklich vermeiden. Das Wasser, was ich zugebe, das im Endprodukt ankommt quasi. Also wenn ich beispielsweise Linsen koche oder
Reis koche oder Brot backe, da gebe ich ja jeweils Wasser dazu. Dieses Wasser ist im Endprodukt, das heißt, in der Menge des Endproduktes ist es enthalten. Da habe ich also einen größeren Anteil, eine größere Masse, mehr Kilogramm quasi, als ich vorneweg reingesteckt habe. Ja, und jetzt, wenn ich sage, das geht verloren, dann rechne ich quasi diesen Wasseranteil den Verlusten der Ausgangsstoffe auch noch zu. Was natürlich Quatsch ist. Es ist nicht eigentlich verloren gegangen, sondern es ist Wasser verloren gegangen, ein Teil davon, das wird nicht rausgerechnet. Könnte man machen, wäre sicherlich ein bisschen aufwendiger, wird aber eben nicht gemacht bisher. Und dann ist noch etwas anderes zu berücksichtigen. Die Verluste werden immer angegeben, oder fast immer. Ich kenne nur eine Studie, wo es in Kilokalorien angegeben ist. Vielleicht gibt es mehr, aber ich kenne nur eine, wo es auf Kalorien angegeben ist, wird immer auf die Masse, also die wie viel Kilogramm gehen verloren. Wobei wasserreiche, aber kalorienarme Produkte eher verderben können. Das heißt, Früchte, Milch, das sind Dinge, die gerne verderben, aber da ist praktisch die Kalorienzahl pro Kilogramm geringer als beispielsweise bei Pflanzenöl, was selten verdirbt, oder bei trockenem Reis oder so, wo also eine relativ höhere Energiedichte letztendlich ist. Das bedeutet also, die Sachen, die verderben, haben eigentlich eine geringe Kaloriendichte, sodass ich letztendlich die Verluste in Kilogramm höher schätze, als würde ich es in Kalorien ausdrücken. Das heißt, was eigentlich für die Ernährung verloren geht, die Kalorien, die sind geringer als das, was mir an Masse verloren geht. Eben aus diesen beiden letzten Gründen, die auch heute in den Zahlen letztendlich so drin sind, immer noch. Ja, das wird nicht auf Kalorien quasi umgerechnet und das Wasser wird auch heute nicht ausgerechnet, rausgerechnet. Okay, damit sehen wir, es werden alle möglichen Tricks verwendet, um die Zahlen groß zu rechnen. Und gerade bei den ersten Studien waren sind diese oberen Punkte ganz massiv mit berücksichtigt. Einige davon auch heute noch bei den aktuellen Studien. Warum hat man die Zahlen groß gemacht? Ist ja logisch. Je größer die Zahl, desto größer die Nachricht, desto eher lande ich in den Schlagzeilen der Medien. Also ist ein Trend da, möglichst große Zahlen zu veröffentlichen, sonst wird das nicht wahrgenommen. Außerdem, je größer die Zahlen, je größer die Aufmerksamkeit in den Medien, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Finanzierung bekomme für das folgende Projekt, was dann diese Verluste genauer untersuchen möchte. So wie es ja real dann auch gemacht wird. Die Gruppen haben dann danach immer auf dem Gebiet weitergearbeitet. Das bedeutet also, ist eine Triebkraft da, ist ein Anreiz da, möglichst große Zahlen zu publizieren. Und sie sind zu groß. Sie sind deutlich zu groß. Natürlich ist jetzt die Frage, wie groß sind sie denn eigentlich wirklich? Und das habe ich hier einmal aus verschiedenen Studien zusammengetragen, wo man sieht, dass sie gut übereinstimmen am Ende des Tages, wo man auch sieht, dass das viel weniger ist, aus verschiedenen Studien für Deutschland zunächst einmal, weil man da eine ganze Reihe Studien findet. Das ist aufgeschlüsselt nach verschiedenen Kategorien, was im Haushalt verloren geht, wie viel außer Haus verloren geht, wie im Handel, in der Verarbeitung, in der Produktion. Das sind die linken Sachen. Dabei ist hier nicht unterschieden zwischen vermeidbaren und unvermeidbaren Verlusten. Also die vermeidbaren, das ist das, was ich wirklich wegschmeiße, weil es schlecht geworden ist, weil ich es nicht früh genug gegessen habe beispielsweise. Das ist auch, was manche Leute wegschmeißen wegen des Mindesthaltbarkeitsdatums, weil das überschritten ist und so weiter. Das Unvermeidbare, das sind beispielsweise halt die Eierschalen, das ist der Kaffeesatz, was ich vorhin genannt hatte. Die äußeren Blätter vom Salat, die total zerfleddert und schmutzig sind, diese Sachen werden nicht gegessen. Oder was weiß ich, beim Blumenkohl, die äußeren Blätter, die esse ich ja auch nicht mit und den Strunk, also das untere Teil vom Strunk quasi, das schneide ich normalerweise ab. Und das verzehre ich nicht mit. Das sind die unvermeidbaren Verluste. Das ist ja nicht unterschieden und man sieht in Deutschland die Gesamtverluste, da stimmen die beiden ganz gut überein, 8%. Nix, ein Drittel. 8%, wenn ich alles zusammenrechne. Und das, was im Haushalt verloren geht, da bin ich hier irgendwo zwischen 4 und 6%, sag ich mal. Die Zahlen sind immer noch relativ ungenau. Das werden wir auch gleich noch genauer sehen, wie da die Unterschiede sind. Aber wir sehen, es ist auf jeden Fall nicht ein Drittel. Das sind zwei Studien hier, gerade die ist relativ neu. Dann weitere Studien, wo ich hier oben nochmal das Unvermeidbare zusammengefasst habe. Das untere Bunte ist jetzt also alleine der vermeidbare Anteil, das, was also wirklich schlecht wird oder was ich aus Unkenntnis des Umgangs mit Mindesthaltbarkeitsdatum wegschmeiße oder was sonst irgendwie abhanden kommt, was ich im Prinzip noch hätte essen können, wenn ich es halt gegessen hätte. Auch Sachen, was ich, wenn Kinder Sachen nicht aufessen und es mag wirklich keiner die Reste essen, was ich dann wegschmeiße, das ist alles mit reingerechnet hier unten. Und da sieht man hier eben diesen Anteil. Man sieht auch, da habe ich noch eine gewisse Unterscheidung. Auch da irgendwo zwischen, sagen wir mal, 4 und 6%. Und die Hälfte davon, das sind jetzt hier irgendwie 2, 2,5%,
vermeidbarer Abfall in Deutschland im Haushalt. 2,5%. Ja, sagen wir vielleicht 3% maximal. Da gibt es eine weitere Studie, die haben nur den Sektor Haushalt untersucht. Und zwar haben die Leute da aufgeschrieben genau, wie viel sie wegschmeißen, wie viel sie essen. Das heißt, was sie zubereiten und so, ist alles aufgeschrieben worden. Wobei das jetzt nicht so ist, dass die das nur für diese Studie gemacht haben. Denn dann würde man ja annehmen, ja gut, wenn die das aufschreiben müssen, dann schmeißen sie wahrscheinlich weniger weg. Das war nicht der Fall. Das waren Personen, die sowieso an einer Ernährungsstudie teilgenommen haben. Die haben eh alles aufgeschrieben und haben jetzt halt ein bisschen mehr aufgeschrieben, sodass man nicht davon ausgehen kann, dass sie deswegen jetzt eben weniger weggeschmissen haben. Das, was man sieht, ist, dass einerseits in Deutschland die Verluste etwa 8% sind und nicht ein Drittel. Das heißt, für Deutschland stimmt es zumindest nicht, dass ein Drittel verloren geht. Die Hälfte davon, größenordnungsmäßig etwa, ist das, was vermeidbar ist. Die andere Hälfte ist unvermeidbar. Und von dem, was vermeidbar ist, ist etwa die Hälfte wiederum das, was im Haushalt passiert. Das heißt, der größte Anteil ist in der Tat der Anteil im Haushalt. Das heißt, wir sehen die Aussage, ein Drittel geht verloren, stimmt zumindest für Deutschland nicht. Wir sehen es uns gleich für andere Länder an. Die Aussage, der größte Teil davon geht im Haushalt verloren, das stimmt sehr wohl, aber es ist kein Wunder, dass Sie zu Hause selber wesentlich geringere Zahlen finden, als eben in der Literatur normalerweise publiziert wird. Also die Angst, die da gemacht wird, der Horror, der da gemacht wird, was alles verloren geht, das stimmt einfach so nicht. Ich sollte natürlich dazu sagen, an dieser Stelle schon mal ganz vorne ab, weil es mir wichtig ist, natürlich sollte man jedes Gramm, was verloren geht, vermeiden, was also vermeidbar verloren geht, vermeiden. Es hungern Menschen auf dieser Erde, insofern ist es einfach unethisch, Sachen, die man im Prinzip verzehren könnte, nicht zu verzehren. Wir sollten also auf jeden Fall versuchen, vermeidbare Verluste wirklich zu vermeiden. So, wie ordnet sich das Ganze jetzt für verschiedene Länder ein? Dazu habe ich hier die Zahlen aus zwei Studien genommen, hier von Monnier 2010 und hier Stenmark 2016. Hier sind drei Länder verglichen, Deutschland, Niederlande und EU. Es sind noch mehr Länder in der Studie drin, aber ich habe diese drei rausgegriffen und hier Deutschland mit der EU verglichen. Was man sieht, ist, dass in den Ländern sehr unterschiedliche Werte zustande kommen. Und die Frage ist natürlich, wie kann das denn sein? Und es fällt auf, dass insbesondere der hellgrüne Anteil für die Verarbeitung hier sehr groß ist, beispielsweise in den Niederlanden. Ja, in der Produktion, obwohl die ja diese ganzen Tomatenfelder, also Gewächshäuser und sowas haben, gar nicht so groß. Ja, ist zwar auch größer, aber nicht so groß wie das hier bei der Verarbeitung. Und woran liegt das? Und das hat natürlich jetzt verschiedene Gründe. Einerseits produzieren die natürlich eine ganze Menge eben in ihren Gewächshäusern, die sie dann auch weiter verarbeiten teilweise. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass sie natürlich auch große Häfen haben. Ja, also die Werte sind für Belgien und Niederlande gerade für die Produktion besonders hoch. Das sind große Häfen, wo große Mengen international ankommen, wo halt dann sozusagen in diesen ersten Verarbeitungsschritten, die dann dort nachfolgen, halt eben auch viel verloren geht. Das ist einfach so, wenn man viel umsetzt. Das ist natürlich dann bezogen auf die Bevölkerungszahl, was die sind ja viel weniger Menschen als beispielsweise Deutschland, nur so ja, ungefähr ein Zehntel größenordnungsmäßig, dann ist natürlich so, das bezogen auf die in der Bevölkerung verzehrten Nahrungsmittel, der Verlustanteil besonders hoch ist, das ist klar. Und das wird ja immer pro Land ausgewertet. So, das heißt also, darum kommen diese extrem hohen Zahlen. Diese, ich sag mal, Binnenhandelssachen, die werden ausgeglichen dadurch, dass wir die EU insgesamt betrachten. Da sind natürlich die Verluste, wenn wir Sachen aus anderen Ländern einkaufen, noch nicht mit reingerechnet. Aber trotzdem sehen wir auch hier, wenn wir die EU insgesamt nehmen, nach zwei Studien, sind wir nicht bei 33%. Und da wir sehr viel, sehr wohl innerhalb von der EU herstellen und auch natürlich eine ganze Menge Binnenhandel haben zwar, aber mit Übersee gar nicht so dramatisch viel, dann sieht man, dass wir hier also in der Größenordnung, sagen wir mal schlimmstenfalls irgendwie 14% innerhalb der EU Verluste haben. Davon, das ist wieder nicht aufgeteilt nach vermeidbar und unvermeidbar, das heißt die Hälfte davon, das heißt so 7% sind dann wo etwa größenordnungsmäßig vermeidbare Verluste und davon wiederum die Hälfte, eben 3% EU-weit im Mittel etwa, sind halt eben dann die vermeidbaren Verluste im Haushalt größenordnungsmäßig. Das kann man, wie gesagt, nur abschätzen. Man sieht die Streuungen hier zwischen den Ländern und man sieht natürlich, dass wir mit diesen Unsicherheiten einfach leben müssen. Das heißt, es ist höchstens die Hälfte von dem, was üblicherweise gesagt wird, also bei weitem nicht so viel, wie man üblicherweise liest.
Es gibt dazu auch genauere Studien, das ist hier von dem Thünen-Institut herausgegriffen, ein sogenanntes Senki-Diagramm, wo also die Pfeilstärken proportional zur jeweiligen Menge sind und sind jeweils die Mengen auch angegeben. Rot umkringelt sind die Abfallströme und man sieht, die Dicke hier der Pfeile sozusagen gibt das an, wie viel das, oder also hier ist es sozusagen die Dicke, aber dann hier horizontal das, gibt jeweils an, wie groß die Ströme letztendlich sind. Und man sieht, die Abfallströme, die sind alle relativ dünn. Hier beim Konsum zu Hause, also Inhouse-Konsum, das wird relativ großer Strom. Auch das, was hier ausgegeben wird, weggegeben wird quasi, ist ein großer Strom. Aber ein anderer Strom hier beispielsweise, der sicherlich ein unvermeidbarer Abfall ist, das Frittierfett, das will ja auch kein Mensch mehr essen. Ja, das ist nicht wirklich was Vermeidbares. Zum Beispiel, ja, da sieht man es auch, ist auch etwas, was natürlich verloren geht. Okay, und diese Abfallströme insgesamt sieht man, sind relativ klein bezogen auf das, was insgesamt umgesetzt ist. Und ich war eigentlich beeindruckt, wie dick die Pfeile sind zwischen den verschiedenen Dingen. Das heißt, von der Erzeugung zur industriellen Verarbeitung, was dann hier Handel und Industrie sozusagen im Wechsel quasi hin und her strömt. Das sind riesige Pfeile, wenn man das hier sieht, wo diese Abfallströme relativ gering dazu sind. Okay, das heißt also, Abfall ist deutlich geringer als üblicherweise gesagt wird. So schlimm ist es nicht. Aber ich hatte es eben schon gesagt, natürlich, 10% der Menschheit hungert etwa. Man sieht das hier, das sind die Anzahl unterernährter Menschen, also wirklich Unterernährte. Die haben objektiv zu wenig, insgesamt zu wenig. Für ihr ganzes Leben haben die zu wenig. Man sieht die Zahl etwa, ja, aktuell knapp 800 Millionen Menschen. Bei knapp 8 Milliarden Menschen, die wir insgesamt auf der Welt haben, sind das ungefähr 10%. Jeder zehnte Mensch hungert. Auf der anderen Seite haben wir das Ziel eigentlich nach diesen sogenannten Sustainable Development Goals der UN, keinen Hunger mehr zu haben bis 2030. Und man sieht, wenn ich mich als Ingenieur zurücklehne, mir die Kurve angucke, sage ich, einfach ein bisschen was verbessern, das wird es nicht bringen. Auch, ich sage mal, die Lebensmittelverluste einfach zu verringern, wird es nicht bringen, das wird nicht ausreichen. Vielleicht hier kann es gerade noch ein bisschen was ausmachen, aber letztendlich weltweit und insgesamt vermutlich eher nicht. Und ich werde gleich noch zeigen, warum es sowieso nicht ausreicht. Dabei sind die Unterernährten ja nicht alles. Das ist praktisch jetzt die gesamte Weltbevölkerung aufgezeichnet, unterernährt hier unten. Dann gibt es sehr unsichere Ernährungslage. Das sind nach UN-Klassifikation, sind das die Menschen, die zu bestimmten Zeiten im Jahr nicht genug zu essen haben. Und dann gibt es die mäßig unsichere Ernährungslage. Das sind Menschen, die zwar im Prinzip genug zu essen haben von der Menge her, wo die Qualität aber nicht ausreicht, sodass trotzdem Mangelerscheinungen auftreten. Also eine Mangelernährung, obwohl die Menge an sich, die Kalorien reichen aus, aber es sind dann irgendwelche, was ich beispielsweise nicht genügend Proteine kommt bei vielen Menschen vor. Auf der anderen Seite gibt es das Gegenteil natürlich, dass ich adipös bin, das heißt wirklich die krankhaft Übergewichtigen mit einem BMI über 30. Auch das ist ungefähr in der Größenordnung von 10% der Menschen. Und man sieht, viel mehr Menschen haben schlechte Ernährung als Menschen, die wirklich zu viel Ernährung haben. Natürlich, alles das zusammen, etwa die Hälfte der Menschheit ist schlecht ernährt, zu viel oder zu wenig. Das ist natürlich dramatisch. So, das ist aber nur ein Aspekt. Wir müssen nach was anderem gucken. Wir wissen auf der anderen Seite, das wissen wir, wenn wir über Klimawandel sprechen, dass hier in Amazonas-Regenwald beispielsweise Brandrodung stattfindet. In großen Mengen. Wofür? Was wird da gemacht? Statt Regenwald? Nur da werden Futtermittel angebaut oder es entstehen Weiden, wo Tiere produziert werden können für die menschliche Ernährung. Und da sieht man, dass irgendwie andere Größen auch relevant sind als nur die Kalorien und die Kilogramms. Hier geht es um Landfläche. Wir sehen also, wir stoßen an Grenzen bezüglich der Landfläche, auf der wir Nahrungsmittel überhaupt produzieren können. Also müssen wir uns das mal anschauen und vielleicht da Gedanken machen, was wir da optimieren können. Weil wir hatten ja gesehen, einfach ein kleines bisschen verändern, das wird am Lebensmittelsystem sozusagen, das wird also ein Produktionssystem für die Lebensmittel, das wird nicht dazu führen, dass wir die Anzahl hungernder Menschen massiv herunterbekommen. Da muss was Größeres passieren. Was kann das denn sein? Schauen wir uns die Landfläche an. Und ich bin ein Fan davon, immer alle Zahlen auf jeden Menschen zu beziehen. Das heißt, die Landfläche, die wir weltweit, auch das mache ich gerne weltweit, weil man dann so Handelssachen nicht berücksichtigen muss, sondern es ist einfach weltweit geguckt, wie viel landwirtschaftliche Nutzfläche hat jeder Mensch zur Verfügung. Also die verfügbare fruchtbare Landfläche pro Person.
Weiden, Ackerland, alles Mögliche, wo ich Dinge drauf anbauen kann. Das ist hier zusammengerechnet pro Person. Das sind ungefähr knapp 7000 Quadratmeter pro Kopf. Ungefähr ein Fußballfeld, damit man sich das vorstellen kann. Und das ist, ich möchte jetzt da maßstäblich Dinge eintragen, die wir damit eigentlich machen. Nun, das Erste, was wir machen, wir produzieren pflanzliche Nahrungsmittel. Und ich habe jetzt gerechnet, wir machen alle Kalorien damit. Ich habe das tierisch schon nicht gerechnet. Das heißt, wenn wir uns damit vollständig ernähren wollen, mit verschiedenen Dingen, das nur beispielhaft natürlich, dann brauchen wir eine bestimmte Fläche dafür. Außerdem bauen wir heute schon Biokraftstoffe an, entweder beispielsweise hier Raps für Biodiesel oder Zuckerrohr für Bioethanol. Dann haben wir bestimmte Dinge, die wir materiell nutzen, also stofflich nutzen, biobasierte Materialien, Baumwolle oder halt eben auch Raps, wo wir beispielsweise ja, Seifengrundstoffe, also nicht Seifen, sind dann andere Stoffe quasi, aber für herstellen können oder also Tenside herstellen können oder hier Stroh, aus dem man beispielsweise dann auch Bioethanol und damit dann andere Dinge herstellen kann. Die Fläche, die wir dafür brauchen, ist eigentlich erstaunlich gering, auch nochmal aufgeteilt untereinander, wie wenig das eigentlich ist für Bioenergie und Biomaterialien, relativ kleine Flächen. Was machen wir mit dem Rest? Nun, wir produzieren Futtermittel und wir haben Weiden. Das heißt, der ganze andere Rest, Futtermittel und Weiden. Also hier Mais als Beispiel und hier die Weideflächen. Der weitaus größte Teil der Landfläche, die wir nutzen, der fruchtbaren Landfläche, ist zur Produktion von tierbasierten Nahrungsmitteln. So, jetzt möchte ich in die Zukunft gucken. Sagen wir mal 2050 als ein Beispiel. Da wissen wir natürlich, die Anzahl der Menschen wächst, die Weltbevölkerung wächst, nimmt drastisch zu. Immer noch leicht exponentiell. Das heißt, wenn vorher die verfügbare Landfläche, also die Gesamtfläche durch die Anzahl der Menschen geteilt, eben die Fläche war, dann wissen wir, das muss in Zukunft weniger werden, weil wir mehr Menschen werden und die Fläche nimmt nicht entsprechend zu. Man kann da vielleicht in Wüstenregionen oder so Savannengebieten ein bisschen was machen, aber nicht so, dass bis 2050 davon auszugehen ist, dass das dramatisch anders sein wird, als wenn man das einfach die gleiche Fläche durch mehr Menschen teilt. Was machen wir da denn mit? Nun, wenn wir die Sachen, die wir hier untergebracht haben, da oben unterbringen, dann müssen wir berücksichtigen, dass die Landwirtschaft in der Vergangenheit, in den letzten 50 Jahren, immer effizienter geworden ist. Fast auf einer Gerade, fast linear. Die Kalorien, die wir aus dem Quadratmeter rausholen, die nehmen immer weiter zu. Und das können wir natürlich in die Zukunft weiter so rechnen. Außerdem ist die tierbasierte Nahrungsmittelerzeugung ist auch immer effizienter geworden. Braucht immer weniger Fläche für eine bestimmte Kalorienzahl oder die Kalorien pro Fläche werden auch da immer besser. Das kann man mit berücksichtigen und dann sieht man, na, das passt ungefähr. Und auf der groben Skala, wo ich hier die Vergleiche mache, da kann man sagen, okay, das geht sich aus, wie man in Österreich sagen würde. So, das ist aber nicht alles. Das ist mein Weg zur Arbeit. Ja, das ist sogar im Morgenmagazin gekommen, im ZDF-Morgenmagazin, alles unter Wasser. Das ist die Flutkatastrophe am 15. Juli gewesen. Da vorne sieht man noch die Tankstelle. Uns hat es glücklicherweise nicht erwischt, weil wir bergauf wohnen. Aber hier unten im Tal ist der Fluss über die Ufer getreten. Extremregen hat dazu geführt, dass halt eben hier sehr viel verloren gegangen ist. Das sind die Dinge, die wir wissen. Das ist der Klimawandel, ganz klar. Und wir wissen, der Klimawandel wird zu mehr Extremwetterereignissen führen und damit zu großen Schäden. Das müssen wir verhindern und dazu müssen wir halt die Energiewende voranbringen. Schön, das wissen wir, gut. Aber es gibt Dinge, die im Hintergrund passieren, die nur ganz langsam wachsen, die viel dramatischer sind und dramatischer werden können. Beispielsweise ist es, dass der Meeresspiegel steigt. Und der steigt, weil die großen Eisschilde auf Grönland und in der Westantarktis, die sind instabil, die schmelzen ab. Und wir wissen, dass selbst heute sie schon relativ flott abschmelzen. Der Meeresspiegel steigt um ein paar Millimeter jedes Jahr. Das ist nicht viel, aber das addiert sich halt über die Zeit. Wenn wir dann irgendwann die Energiewende geschafft haben werden, bei mindestens 1,5 Grad, ich glaube eher ein bisschen höher, sagen wir bei 1,7 Grad, wenn wir mindestens rauskommen am Ende, da wird die Meeresanstiegsgeschwindigkeit höher sein als heute, weil die Temperatur höher ist, es schmilzt schneller einerseits. Und auf der anderen Seite wird das immer weitergehen. Ja, das heißt, wenn wir bei den 1,7 Grad dann stehen bleiben, also die Energiewende geschafft, alles safe, aber der Meeresspiegel wird munter weiter steigen, bis das gesamte Grönlandeis abgeschmolzen ist in die Westantarktis. Und da wissen wir also, es gibt Schätzungen, dass es ungefähr 14 Meter mehr Meeresspiegel sind.
da ist Holland in Not, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, die sind ja so niedrig, dass sie zu großen Teilen überflutet sein werden und da helfen auch keine Wellen mehr am Meer, vor allem wenn die Extremwetterereignisse, Sturmfluten beispielsweise, stärker werden, dann wird das einfach nicht mehr aufhaltbar sein und man muss das aufgeben. Genauso andere Regionen, gerade fruchtbare Regionen, gerade Delta-Gebiete beispielsweise von Flüssen, liegen sehr niedrig. Mekong-Delta in Vietnam, eines der beiden großen fruchtbaren Gebiete in Vietnam, wo Millionen Menschen von ernährt werden letztendlich. Wenn das wegfällt, dann haben wir ein Problem, ein wirkliches Problem. Das heißt, was wir machen müssen, das wissen wir eigentlich und ist auch konsistent zu den Dingen, die der Weltklimarat, also der IPCC, erzählt in seinen Berichten. Wir wissen, dass wir CO2 aus der Atmosphäre zurückholen müssen. Da werden wir nicht drum rumkommen, das wird einfach so sein. So, und das steht auch in den Weltklimaberichten, also in den Sachstandsberichten des Weltklimarates steht das drin. Man muss nur genau lesen, aber das ist ja versteckt in den Zahlen oder im aktuellsten, der gerade geschrieben wird, steht ein Punkt quasi sogar in dem Summary for Policymakers drin, in dem Band der Arbeitsgruppe 3, der noch nicht erschienen ist, aber der ist schon geleakt worden, da kann man lesen, gibt es den Absatz im Augenblick zumindest noch drin. Das wird ja politisch noch alles überarbeitet, aber aktuell im Entwurf ist es drin. Wir müssen also CO2 aus der Atmosphäre zurückholen, um wieder zurückzukommen auf ein Klima, was vor dem liegt von heute, weil heute steigt ja schon der Meeresspiegel. Wir müssen also zurück, wir müssen mehr, also alles das, was wir ausstoßen an CO2, müssen wir zurückholen und noch mehr, um wieder stabiles Klima zu haben. Manche Klimatologen sagen so, das Niveau von etwa Ende der 80er Jahre, 350 ppm für die Leute, die wissen, was das bedeutet. Sind heute über 400, auf unter 350 ppm müssen wir kommen, CO2 in der Atmosphäre. Und das bedeutet natürlich, wir müssen die Maßnahmen ergreifen. Wir müssen beispielsweise aufforsten. Das ist eine sehr preiswerte Möglichkeit, sehr viel CO2 zu binden. Nicht nur in den Bäumen, auch dem Humus wird das mit der Zeit aufgebaut. Das dauert zwei Jahrzehnte, aber das ist eh eine Aufgabe von vielen Jahrzehnten, die wir da vor uns haben. Das dauert ungefähr so lange, wie wir die CO2-Anreicherung in der Atmosphäre betrieben haben. Das sind so knapp 100 Jahre. So lange wird es etwa auch mindestens dauern, um das wieder zu reparieren. Das braucht fruchtbare Landfläche. Wir müssen also fruchtbare Landfläche haben, um das zu realisieren. Andere Möglichkeit ist eben dieses BECCS, Bioenergy with Carbon Capture and Storage. Das heißt, ich baue Bio-Energiepflanzen an, verbrenne die. Das dabei entstehende CO2 trenne ich ab und pumpe es weg oder mache andere Dinge damit. Da gibt es auch verschiedene andere Vorschläge, was man da machen kann mit der Biomasse. Und die Energie, die dabei frei wird, die nutze ich halt eben auch im Zuge der Energiewende, nutze ich das halt eben, um fossile Rohstoffe zu ersetzen. Das braucht auch fruchtbare Landfläche. Außerdem wollen wir eine nachhaltige Landwirtschaft. Das braucht mehr Landfläche. 15% etwa braucht es mehr Landfläche. So im Durchschnitt gibt es Studien, die das etwa zeigen. Es gibt auch Studien, die mehr zeigen, aber 15 ist eine Zahl, die man so in einigen Studiengrößen auch noch mäßig findet. Irgendwas zwischen 10% und 20%, je nachdem, wie ausgeprägt diese Nachhaltigkeit quasi ist. Auch um mehr Humus im Boden aufzubauen beispielsweise, aber auch natürlich um gesündere Lebensmittel zu produzieren. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass uns die Biodiversität zunehmend abhanden kommt. Dem können wir vorbeugen, indem wir ausreichend Landfläche beispielsweise über Blühstreifen zwischen den Feldern und Brachflächen dafür reservieren quasi und damit die Biodiversität damit versuchen zu sicherzustellen. Und die Flächen kommen obendrauf. Die brauchen wir auch alle. Auch das sind ja alles Flächen. Wenn wir das zusammen addieren, ich habe es jetzt hier eingefügt quasi, dann sehen wir, das geht gerade auf. Also hier ist ungefähr dieses mit den Blühstreifen gerade zu Ende. Und was rausfällt, ist Futtermittel und Weideflächen. Das heißt aber andersrum gesagt, wenn wir mit der verfügbaren Landfläche zu Rande kommen wollen und nachhaltig wirtschaften wollen. Alles das war ja für Nachhaltigkeit, für Rettung des Klimas mit CO2-Bindung quasi mit BECCS, das ist mehr, der Rapsstreifen ist wesentlich dicker geworden, nachhaltige Landwirtschaft, die Biodiversität sichern. Wenn wir das alles machen wollen, dann können wir uns tierische Produkte gar nicht mehr leisten. Man kann es genau ausrechnen, es kommt fast genau auf Null heraus. Und dass es halt gerade aufgeht, ist auch Zufall. Ich habe das nicht so hingerechnet. Es hat sich eben durch ein Weiterrechnen der aktuellen Entwicklungen in der Produktivität der Landwirtschaft ergibt sich das genauso, dass das hier, ich sage mal, ein Millimeter daneben ist, was wir an Fläche brauchen, was wiederum die Genauigkeit dieser Vorhersagemethode letztendlich ist.
Das heißt, Tiere können wir uns nicht leisten. Warum ist das so? Nochmal herausgearbeitet. Das, was ich heute an Nahrungsmitteln produziere, mache ich auf einer Fläche, die etwa 20% mit pflanzlichen Nahrungsmitteln quasi, die ich dann echt verzehre, ist. Und die 80% sind für Futtermittel und Weiden. 80% der Fläche für tierbasierte Nahrungsmittel. Die liefern aber nur 18% der Kalorien. Das ist etwa Faktor 20, 18,6, weniger effizient als die pflanzlichen Nahrungsmittel. Wenn man also die Produktion, das, was ich an Kalorien habe, auf die Fläche teilt, ist das hier fast 20-fach weniger effizient. Das heißt, 95% der Fläche verschwende ich oder habe ich Flächenverschwendung. Wenn ich sozusagen das bisschen hier auch noch pflanzlich erzeugen müsste oder würde, und das kann ich problemlos machen, ja, die Futtermittel baue ich ja an beispielsweise, da muss ich mir was anderes anbauen. Vielleicht, weil wir uns nicht alle von Mais und Soja ernähren wollen. Es müssen aber trotzdem natürlich proteinreiche Nahrungsmittel sein, was weiß ich, Hülsenfrüchte oder was auch immer. Ja, also solche Dinge, wenn ich das anbaue, und Getreide auch, hat auch eine ganze Menge Proteine. Ja, wenn ich das halt ersetze, dann brauche ich nur 5% von diesen 80%. Ich brauche dann also praktisch hier von den 20%, also mit 25% der Landfläche komme ich dicker aus, alle Menschen zu ernähren. Und 75% habe ich frei. Das heißt also, letztendlich habe ich hier 95% der Fläche, die verschwendet werden. Ja, das also ineffizient genutzt werden, alles das, was ich für Tiere basiert nutze, davon kann ich 95% einsparen, um es sehr deutlich zu sagen. Das pflanzliche nicht, aber von dem, was ich tierbasiert, für die tierbasierte Produktion von Nahrungsmitteln erzeuge, davon kann ich 95% einsparen. Auf der anderen Seite muss ich auch berücksichtigen, wenn ich jetzt schaue, wie es mit den Kalorien. Ich habe zwei, wenn man die globalen Statistiken auswertet, etwa 2 Kilokalorien Futtermittel, die ich einsetze, plus alle Kalorien, die Tiere von den Weiden aufnehmen, um damit 1 Kilokalorie tierbasierte Nahrungsmittel zu erzeugen. Das heißt, ich habe nochmal einen Verlust von mindestens 50%. Also die Kalorien hier, zu den Kalorien sind die 50% Verlust, plus noch alles das, was auch erheblich ist, was sie von den Weiden zusätzlich aufnehmen. Das heißt also mindestens 50% Verlust. Und da sehen wir, dass wir riesige Verluste haben. Ja, die Lebensmittelverschwendung, wie gesagt, das war vielleicht ein bisschen mehr als 10%, aber hier verschwenden wir Unmengen. Das heißt, wir brauchen die Fläche auf der anderen Seite. Das heißt aber auf der anderen Seite, wenn wir wirklich die Verschwendung in unserem Lebensmittelsystem vermeiden wollen, dann geht natürlich schon darum, im Prinzip Lebensmittelverschwendung im Haushalt zu reduzieren. Aber das ist nicht der Bringer, das wird uns einfach nicht retten. Wir müssen auf tierbasierte Nahrungsmittel verzichten, weil wir sonst einfach keine nachhaltige Landwirtschaft beispielsweise machen können, weil wir nicht CO2 aus der Atmosphäre herausholen können, etc. Ganz kurze Randnotiz, das führe ich hier nicht aus. Man kann natürlich CO2 auch mit technischen Mitteln aus der Atmosphäre herausholen, aber das ist sehr teuer, braucht sehr viel Energie, und wenn ich das mache, dann kommen wir einfach mit der Energie letztendlich nicht zurande. Und mit den Kosten. Es kostet etwa 6.000 Euro pro Kopf, was wir aufwenden müssten, wenn wir das denn machen wollten mit technologischen Methoden. Das heißt, wir sehen, die Regenwälder brennen, die Menschen hungern. Natürlich muss jede Lebensmittelverschwendung vermieden werden. Aber das bringt nur wenige Prozent an letztendlich mehr Ressourcen. Wir verschwenden 95% bei den Landflächen für tierische Lebensmittel. Wir verschwenden mindestens 50% an Kalorien für tierische Lebensmittel. Ja, da haben wir die großen Verluste, nicht so sehr bei der Lebensmittelverschwendung. Das haben wir auch, das sollen wir vermeiden, weil die Menschen hungern. Das heißt, wir sehen also auf der anderen Seite, aber Regenwälder brennen, Menschen hungern, und in der Zukunft brauchen wir Landfläche für mehr Nachhaltigkeit. Das können wir uns nicht leisten, weder bezüglich der Kalorien noch bezüglich der Landfläche. Da gibt es nur eine Konsequenz, wir müssen auf tierbasierte Nahrungsmittel vollständig verzichten, uns vegan ernähren. Das kann man auch positiv ausdrücken, wir sollen rein pflanzlich uns ernähren, auch weil es gesünder ist beispielsweise. Das heißt, die Verringerung der Lebensmittelabfälle trägt nur wenig zu der Nachhaltigkeit bei, leider, auch wenn das häufig anders propagiert wird. Aber das Schlimme ist, das gilt schon heute. Schon heute brennen die Regenwälder, schon heute hungern die Menschen. Das heißt, wir reizen heute schon die planetaren Grenzen bezüglich des Nahrungsmittelsystems bis an die Grenzen aus. Das können wir uns eigentlich nicht leisten, gerade wenn wir die Aufgaben für die Zukunft vor uns sehen. Eben weil Menschen hungern, weil Regenwälder brennen und wir noch mehr Fläche brauchen. Das geht einfach auch heute schon nicht und in Zukunft erst recht nicht. Das heißt, auch heute schon
sollten wir maximal auf tierbasierte Nahrungsmittel verzichten. Alle, die es verstanden haben, sollten sich vegan ernähren. Punkt. So, damit bin ich am Ende dieses kurzen Videos. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mir gefolgt sind bis hierher, und ich freue mich darüber, auch ein Feedback zu bekommen, und würde hoffen, dass der eine oder andere durch die Inhalte inspiriert ist, seine Ernährungsweise womöglich zu ändern und auch vielleicht in der Diskussion andere Argumente zu bringen, als sie üblicherweise gebracht werden, sowohl bezüglich der Lebensmittelverschwendung als auch bezüglich der tierbasierten Ernährung. Vielen Dank.